Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Bianca von der Docsbox. Also, im heutigen Test Platinum, Iberico und Turkey. Ein Nassfutter. Wie ihr wisst, machen wir auch regelmäßig Futtertests. Wir haben hier ursprünglich angefangen, unseren Blog damit zu bespielen und haben verschiedene Futtertests gemacht und haben dann bei unserem YouTube-Channel eigentlich immer nur die gezeigt, die wir gut finden oder halt im Vergleich gestellt oder wenn wir auf ein bestimmtes Produkt aufmerksam gemacht wurden. Wir haben jetzt wieder ein paar neue dabei, aber auch nochmal Produkte, die wir schon mal hatten, zumindest auch in anderen Sorten schon mal hatten, weil wir da einfach sagen, die finden wir gut und würden gern andere neu dazu testen oder beziehungsweise neue Sorten, um zu gucken, sind die denn auch gut oder was ist da für euch dabei. Ja, wenn ihr ein bestimmtes Futter von uns getestet haben wollt und sagt, das findet ihr selber super oder ihr seid euch nicht sicher, dann schreibt uns gerne in den Kommentaren dazu, dass wir das testen sollen. Das machen wir sehr gern. Also, im heutigen Test Platinum, Iberico und Turkey. Ein Nassfutter aus 83% Frischfleisch. Die Zusammensetzung, es besteht aus frischem Truthahnfleisch mit 42%, frisches Schweinefleisch 35%, allerdings ausschließlich von dem iberischen Schwein, dem schwarzen Schwein, Hähnchenfleisch ebenfalls frisch 6%, Lachsöl, getrocknete Kartoffeln, getrocknetes Gemüse, Brokkoli, Karotten, Lauch, getrocknete Bierhefe und Olivenöls. Also kein Getreide drin und kein Zucker und auch keine Zuckerzusätze. Das ist schon mal sehr gut. Ansonsten Zusatzstoffe sind wie bei anderen Sachen auch Vitamine, Provitamine und ähnliche Wirkstoffe drin. Analytische Bestandteile, Rohprotein 14,5%, Rohfett 9%, Rohasche 2,25%, Rohfasern 0,6%, Calcium 0,7%, Phosphor 0,5% und Feuchtigkeit im natürlichen Gehalt 69%. Hört sich alles gut an. Fütterungsempfehlung ist ja auch immer ganz wichtig, dass man auch ausrechnen kann, was kostet mich denn das Futter pro Tag für meinen Hund. Ein Hund mit bis zu 10 Kilo bekommt 30 Gramm pro Kilogramm Gewicht des Hundes, also ein 10 Kilo Hund 300 Gramm am Tag. 11 bis 25, 25 Gramm pro Kilo Hund und 25 plus 20 Gramm pro Kilo Hund. Müsst ihr dich hinsetzen können? Ui, gut. So, das werden wir dann mal testen. Und auch nochmal genau ausrechnen über den Preis und euch sagen, was dann im Endeffekt ein 10 Kilo Hund am Tag kostet. Oh, was ist das? Hundefutter? Also, ihr habt ja diese praktische Tetra-Verpackung bei Platinum, was ich sehr gut finde. Das ist halt weniger Verpackungsmüll als so eine Dose, so eine große. Und man kann es auch direkt aufreißen und benutzen. Sehr praktisch. Oh, und das schnuppert. Oh, das schnuppert. Riecht gut. Riecht wirklich gut. Nassfutter hat ja manchmal so die Eigenschaft, dass es stinkt wie die Hölle. Und gerade wenn du jetzt so eine offene Packung in den Kühlschrank stellen musst und die stinkt dann. Aber die riecht gut, ne? Oh. Will der hier Kari testen oder was? Mhm. Ja. So. Warte mal. Wollte einmal rein lunsen. Also, da ist halt so eine Soße drumherum. Das ist auch das, was wahrscheinlich so gut riecht. Und dann. Guck, Soße. Ja, Kari, du sollst jetzt warten. Nee. Okay.
So. So sieht das Ganze aus. Dann gucken wir doch mal. Also Geruchstest bestanden. Jetzt gucken wir mal, ob wir da auch was sehen von den Sachen, die da drin sein sollen. Ja. Karotten, Gemüse, Kräuter sind zu erkennen. So. Und eine feine Soße. Dadurch ist es natürlich auch nicht so trocken. Das ist ganz gut. Sieht gut aus. Ja. Dann werden wir das jetzt mal den Hunden zum Testen geben. So, lang für eure Kilozahl. Und dann darfst du noch ein bisschen kosten, ne? Also wie man sieht, schmeckt allen. Auch dem Mäkelprinzen, der frisst es auch. So, und jetzt rechnen wir gerade noch aus, was das pro Tag kostet für einen 10-Kilo-Hund. Also 10-Kilo-Hund kriegt 300 Gramm am Tag. 375 Gramm sind hier drin. Ja, und die kostet 1,93 Euro. Sind 1,54 Euro pro Tag und 46,32 Euro im Monat. Allerdings könnt ihr, wie bei vielen Herstellern auch, sogenannte Bundles kaufen. Dann wird es noch mal ein bisschen günstiger im Durchschnitt. Also dann könnt ihr noch mal einige Euro sparen. Also 1,54 am Tag kostet Platinum, Iberico und Türki. Was nutzt ihr für Futter? Wie hoch sind eure Kosten pro Tag? Und überhaupt, seid ihr zufrieden mit dem Futter? Dann schreibt uns das gerne in den Kommentaren und schaut euch auch unsere anderen Futtertests an. Tschüss!